Neues Video-Setup. Wir sind professionell, professionell. Ah. Moin Leute, herzlich willkommen bei den Small Brothers. Heute mit einem neuen Video und zwar zu einem Tabak-Review. Der Kaffee ist aber auch lecker, Alter. Tabak-Review von den 187 Ice Tea. Ist überhaupt auf der Seite was drauf? Ja, ist es. Ja, wir haben die Dose jetzt aufgeraucht. Ein Kopf ist noch drin, da haben wir uns gedacht, komm, machen wir mal Tabak-Review. Der hat uns eigentlich relativ gut geschmeckt. Ja, zum Schnitt Feuchtigkeit komme ich dann, wenn wir den Kopf bauen. Und ja. So, kommen wir zum Kopfbau. Geraucht wird im Hokain Lit Lip Hollywood Pink. Natürlich mit dem Kalaut Lotus 1 Plus. Und ja. Kommen wir erstmal zum Tabak an sich, Geruch. Man riecht schon diese Eisteenote, was zum Schnitt, relativ Standardschnitt, würde ich sagen mittlerer Schnitt. Ist jetzt nicht zu fein, ist jetzt aber auch nicht zu grob, ist nicht fasrig oder so. Ein paar Esse sind halt drin gewesen, ja. Feuchtigkeit finde ich sogar ein bisschen zu krass. Wo sind meine Gabel hin? Hier. Und zwar haben wir noch relativ viel Molasse am Boden. Ich rühre das jetzt nochmal durch, vielleicht geht da nochmal ein bisschen mehr in Tabak halt rein. Ja, gebaut wird halt standardmäßig, leichter Noppenkontakt. Legen wir los. Preislich haben wir. Oh, jetzt habe ich erstmal die Hälfte wieder daneben geschüttet. Preislich liegen wir hier bei 16,90 € in der Theorie. Wir leicht, lockerflockig erstmal alles reinschmeißen. Und dann natürlich mit der obligatorischen Rouladennadel. Bisschen sortieren hier alles. Jetzt ist mir schon alles wieder durchs Pfannenloch reingefallen. Macht aber nichts. Wir haben es ja. Wir haben es ja. Wir stellen ihn einfach zur Seite und tun den Tabak wieder rein. Ja, es ist sogar noch ein bisschen mehr übrig gewesen. Aber ich muss da wahrscheinlich noch nachlegen. Ja, ein bisschen Tabak ist jetzt drin. Sortieren wir den noch ein bisschen hier. Ein bisschen leicht andrücken. Nicht zu krass, wie man es halt so gewohnt ist halt vom Funnel bauen. Alles ein bisschen verteilen noch, dass wir hier keine Stellen haben, wo jetzt groß Platz ist. Hier ist zum Beispiel relativ wenig an der Seite. Aber dafür habe ich hier drüben mehr. Das ziehe ich einfach ein bisschen rüber halt. Ja, wie gesagt, Geschmack ist Eistee, Zitroneneistee. Geraucht wird mit 3 Tom Coco Gold C25. Komplett Standard eigentlich. Genau, heißt, wir rauchen praktisch an mit den 3 Kohlen und dann ja. Nach ein paar Minütchen tun wir die 3. Kohle weg und gehen dann einfach zu 2 Kohlen im Kalaut. Und wir haben auch ein schönes Kalaut. So, jetzt sehen wir schon. Machen wir noch den Rand ein bisschen frei, dass uns nichts an der Smokebox festbrennt oder dass der Durchzugriff ist. Ja, würde ich sagen, lass mal den so. Passt drauf. 1A sitzt wie angegossen. Machen wir die Kohlen an. Guck, der Oblakung gefällt mir, das sieht halt etwas so schief aus. Das ist auch an so einem Tisch liegen. Ist der Tisch ein bisschen schief? Der Tisch ist nicht schief, den haben wir gebaut. So, Freunde der gepflegten Shisha-Rauch. Ja, die Kohlen sind drauf, wie gesagt, 3 Tom Coco Gold C25. Ich habe ihn jetzt mal ein, zwei Minuten stehen lassen. Der Colin raucht noch an seiner anderen Pfeife drauf. So, geraucht wird heute in der Secret Sirius Black. Lehn dich mal zur Seite, dass wir sehen. Da folgt dann auch noch ein Review. Ich würde jetzt sagen, ist jetzt ein Moe's Grease Abklatsch, aber will ich jetzt nicht sagen, weil ich finde es eigentlich relativ gut und ist relativ erschwinglich. Stabile Pfeife. Stabile Pfeife auf jeden Fall für den Preis. Kommen wir zum ersten Mal anziehen hier. Kommt natürlich noch nichts, weil die Smokebox noch kalt ist. Ne? Aber man merkt schon den Geschmack natürlich. Ne? Muss erstmal warm werden. Wir möchten den optimalen Moment der Rauchentwicklung live miterleben. Deswegen ziehen wir dauerhaft dran. Weil wir sehen wollen, wie sie sich entwickelt, so wie die Hitze wird, ne? Wie es langsam heißer wird. Ne? Ja. Rauch ist auf jeden Fall schon gut da. Ne? Passt auf jeden Fall. Rauchentwicklung ist top. Also der Tabak an sich kostet 17,90 €. Wir haben gerade nochmal nachrecherchiert. Das ist ein leichtes Versagen meinerseits. Aber jo, ist auch schon ein bisschen her, dass wir den gekauft haben. Wie gesagt, Dose ist leer. Haben jetzt echt schon viel Erfahrung mit denen gesammelt, haben den in sämtlichen Köpfen geraucht.
Wir machen es jetzt standardmäßig auf Funnel, ist so unser bestes Ergebnis, was wir hatten. Ja, nochmal was zu unserem neuen Setting. Wir haben uns Setting. Wir haben uns eine Investition zugelegt, nennt sich Stativ mit Ringbeleuchtung. Schieß mich tot. Ich pack einfach mal einen Link in die Beschreibung. Also, dann könnt ihr das selber euch käuflich erwerben. Also echt top, ne? Das ist jetzt das erste Video, was wir damit machen. Wie viel hast du bezahlt? 30? 30 Euro. Man erkennt uns das erste Mal, man kann endlich mal unsere Gesichter sehen, weil vorher habt ihr einfach nur das Leuchten im Hintergrund durch unsere LEDs gesehen. Uns relativ wenig, es sei denn, wir hatten mal die standardmäßige gelbe Beleuchtung an, aber da ist die ein bisschen nicht so schön. Ekliges Licht. Ja, deswegen haben wir uns jetzt mal die 30 Euro in die Hand genommen. Wir geben schon hunderte Euro für Shisha aus, da kann man so ein Stativ sich auch mal kaufen. Vor allem brauchen wir jetzt kein Bruno mehr, kein Kameramann. Genau, das heißt, ihr werdet auch kein Schniefen mehr in der Kamera, hinter der Kamera hören. Höchstens und werden wir mal einen Kopf bauen oder so. Aber genau. Und es sind noch keine standardmäßigen Wackler mehr drin. Wie Tabak. Wenn wir nochmal 2 Sekunden stehen lassen, vielleicht kommt jetzt ein bisschen mehr hier. So, spannend. Hast du uns. Kannst du schon was jetzt zu der ersten Geschmacksentwicklung sagen? Also, Geschmack ist auf jeden Fall da. Man merkt diese Zitronennote, das Eistee, also diese Eisnote, die dabei ist, merkt man jetzt. Eher so unterschwellig, ist halt im Hintergrund, ne? Aber auf jeden Fall zitronig, ist ein standardmäßiger Zitronentabak, würde ich sagen. Ja, es gibt nicht so viel zu dem Tabak zu sagen. Ich würde sagen, dann sehen wir uns, wenn die Rauchentwicklung wieder da ist. Ja, Kopf ist jetzt angeraucht. Rauch ist da, wie ihr schon gesehen habt. Rauchentwicklung top. Für nichts mehr. So, mal probieren. Also von der Rauchentwicklung kommt, denke ich mal, dann gleich noch ein bisschen mehr. So lange steht es jetzt auch noch nicht. Bist du eher so der Pfirsichtrinker oder der Zitronentrinker? Tabakmäßig auf jeden Fall Zitrone, Eisteemäßig eher so Pfirsich, wenn ich ehrlich bin. Ja. Hast du noch was zu sagen, Colin? Nein, das wär's jetzt so. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Liked das Video, gebt uns einen Kommentar ab, abonniert den Channel für weitere Shisha-Videos. Sagt mal, wie ihr die neue Qualität auf jeden Fall findet. Ja, schreibt es in die Kommentare, ob wir lieber zu den alten Bambus-Setup gehen sollen oder ob wir das jetzt so lassen sollen mit dieser Softbox, Softring, keine Ahnung, wie man sowas nennt. Man könnte es eventuell da hinten im Fenster ein bisschen sehen, die Reflexion von dem Ding. Ist einfach nur so ein Kreis, da ist eine Kamera drin. Heißt, wir freuen uns gerade übelst. Boah, Softbox! Dabei ist das was ganz Normales. Ja. Neues wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. Eure Smoke Brothers.